Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever, hier mit Kante zockt. Wir haben jetzt im Live-Let's Play gerade Folge 50 hinter uns gebracht. Natürlich hören wir nicht auf, sondern wir machen weiter mit Folge Nummer 51, in der wir gerade sind. Da kommt unser ICE, den wir in der letzten Folge 50, die wir gemacht haben, gemeinsam schön gebaut haben, die Strecke. Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen mitfahren. ja, es leckt wirklich ziemlich heftig, finde ich. Ich möchte es ungern jetzt schon beenden. Ich möchte eigentlich ganz gerne warten auf den Release, auf das Release-Datum von Transport Fever. Bin ich ja mal ganz ehrlich. Es ist halt so, dass ich gerne vielleicht vorher noch eine neue Staffel machen würde. Oder ich habe ganz schön viel M heute. Oder wir halt jetzt schon eine neue Staffel machen. Weil wir haben jetzt viele neue Mods zugewonnen. Die haben wir nachträglich erst eingefügt. Ich finde die Welt, die wir hier haben, eigentlich schon ziemlich cool. Aber wie ihr seht, es laggt. Und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie von meinem PC her... Oh, hier ein Wettrennen. Ha, geil, Battle, Alter. Die 400er Reihe zieht mal fast den ICE. Aber was ist das denn, ey? Ah, jetzt trennen sie sich. Aber wie geil. Oder? Das war doch mal eine richtig geile Szene. Kann man schön als Thumbnail nehmen. Oh, wupp. Da versinkt der ICE in unserer schönen Trasse. Finde ich auch sehr gut gelungen. Ich bin ganz, ganz heiß und hart drauf hinterher, das Release-Datum endlich zu erfahren von Transport Fever. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub über. Das heißt, ich könnte mir sogar wirklich Urlaub nehmen. Auch wenn das jetzt total freaky klingt, aber... Ich hätte da richtig Bock drauf. Naja. Aber, wie eine mich schon gefragt hatte, ob ich eine weitere Staffel machen würde oder ob ich Train Fever weitermachen würde. Klar mache ich Train Fever weiter. Weil das Interesse scheint hier wirklich ziemlich hoch zu sein. Die Folge 50 hat ziemlich viele und gute Aufrufe. Das heißt, gute Aufrufe natürlich. Meiner Meinung nach ist das schon eine schöne Sache nach... 3 Tagen 200 Aufrufe. Ist eine ganz geile Sache. Vielen Dank für eure Treue und schön, dass ihr den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Und herzlich willkommen hier bei Kante natürlich, ne? Für diejenigen, die noch nicht abonniert haben. Abonniert, denn es, ja, es ist der Wahnsinn. Ich hatte gestern Abend Eurotruck Simulator im Live-Let's Play, also mit Konvoi fahren und so. Gigantisch. Und jetzt bremst er wieder so heftig ab. So, und da habe ich den Tipp gekriegt. Hey, cool! Musst du nicht mal warten. Hat nur abgebremst. Sehr cool. Und da habe ich jetzt den Tipp gekriegt, ich soll die Stelle, wo er am langsamsten ist, mir raussuchen und diese Stelle nochmal abreißen und neu zusammenfügen. Es kann natürlich sein, dass irgendwo ein Knick oder ein kleines Bäumchen im Weg steht. Wir drehen mal ein bisschen. Wir fahren mal ein bisschen näher ran. Ne, hilft auch nicht. So, jetzt sind wir. Da war das Geringste. Warum auch immer er jetzt wieder Gas gibt und hier war es hier halt irgendwie was im Weg war. Naja, gut. Wir bauen halt nochmal dann. Vielleicht kriegen wir das ja in den Griff. Boah, wie weit ist denn das? Ja, das ist gut. Das ist okay. Tausend kostet das Abreißen. Nein, das bin ich pleite. Nein, bin ich nicht. So. Natürlich, wenn wir schon mal die Chance haben, dann werden wir natürlich das ein bisschen anhöhen und absenken und ein bisschen anpassen. Damit wir nicht wieder so große Lunken da drin haben. Das Feld lassen wir noch. Oh, hier, das ist doch auch. Das können wir das ja auch gleich mitmachen. Das ist schön.
Werde dann natürlich gleich wieder reinreißen, aber nicht mal das können wir in Schönbau ordentlich machen, ohne dass es leckt. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Kommen wir mit den Lags zurecht? Findet ihr das okay mit den Lags? Oder seid ihr der Meinung, eine neue Staffel muss her? Ich fände es schade. Dass, auf der anderen Seite könnten wir dann natürlich auch noch andere weitere Mods hinzufügen. Ne? Nur mal so erwähnt. Kann natürlich auch mit an der Ampel gelegen haben, ne? Dass er abgebremst hat. Aber wenn ich jetzt komplett die Brücke doppelt mache, gehen wir mal mit. Ich glaube nicht, dass es passt. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, das schon ausprobiert, ne? Dann könnten wir hier die doppelte machen. Dann würden wir uns nicht so viel ausbremsen. Oh. Das wird jetzt ein bisschen heftig und ein bisschen laggy. Brückenpfeiler-Kollision, so wie ich es mir gedacht habe. Können wir mal gucken gehen. Da gibt es keine Brückenpfeiler-Kolli. Das könnte ich mir als einziges vorstellen, was als Kolli ist. Also leuchtet nichts rot. Ja, auch nicht. Okay, gucken wir nochmal. Wenn wir das jetzt auf dieser Seite anheften, das müsste im Grunde genommen theoretisch funktionieren. Aber da hat er wieder eine Brückenpfeiler-Kollision. Auch da weiß ich leider nicht wo. Weil die Brückenpfeiler stehen schon alle. Sie sind ja nur verbreitert. Also im Grunde genommen. Schade. Wirklich schade. Dann müssen wir jetzt damit so leben, wie es ist. Und ich glaube, das können wir ganz gut. So, jetzt machen wir natürlich erstmal wieder Play, damit das alles ein bisschen weiterläuft. Ich sehe hier in Walsrode ist schon mächtig was los am Bahnhof, muss ich sagen. Für den ICE ist schon einiges. Okay, einige sind wieder nach Hause gegangen. Walsrode-Müllheim und auch Schriesharen-Walsrode haben wir auch. Oh cool, da kommen gerade welche. Das passt ja. Sehr schön. Sehr schön. Beide zeitgleich da. Die könnten quasi sogar direkt umsteigen, wenn sie es denn machen würden. Machen sie aber, glaube ich, nicht. Ist aber auch okay. Der erste haut ab, der zweite haut ab. Umsteiger sind alle da. Oh, jetzt sind schon 13 Leute für den ICE. Kommt dann ICE? Oh, da kommt gerade einer. Den gucken wir uns dann auch noch an. Weil es so schön ist. Und das Ruckeln finde ich halt ein bisschen nervig, dieses tick, 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 tick. Und es liegt nicht an meinem Rechner, das kann ich euch versprechen. So, wir haben auch noch ein bisschen Strecke offen gelassen, die ich noch fertig machen muss. Einmal nach Haselünde haben wir hier eine Strecke gebaut. Die haben wir in der vorletzten Folge fertig gemacht, nach Schriesheim.
und würde dann weitergehen nach Brühl. Brühl. Ja, richtig. Sie ist noch nicht angeschlossen. Damit da nicht nochmal eine Meldung uns gleich um die Ohren fliegt, werden wir das jetzt erstmal nachholen. Siehst du, Sachen, die ich nicht Sehr brauche, schön. kriege ich jederzeit. Das hat geklappt. So sind Hat sie mir jetzt zum Beispiel. geklappt, sage ich euch. Ja, super. Na, da kann ich noch nicht weiterbauen. Da muss ich nochmal gucken, wie das jetzt hier nach Brühl. Wir bauen jetzt die Strecke erstmal nach Brühl fertig. Der Taido hatte mir noch einen Vorschlag gemacht. Vielleicht schaffe ich das auch noch. Also machen wir jetzt eine schnelle Runde nach Brühl. 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 So, wir brauchen einen Bahnhof. Auch Brühl ist etwas kleiner. Dann nehmen wir einen ganz normalen Bahnhof. Nehmen trotzdem zwei Gleise. Vielleicht binden wir da ja noch was an. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt gucken wir erstmal. So würden wir natürlich nichts mehr anbinden. Mülheim haben wir nichts mehr. Moment. Dann gucken wir jetzt erst nochmal fix. Hier haben wir nämlich auch noch ein Gleis frei, ne? Hier haben wir noch ein Gleis frei. Ja, hier haben wir noch ein Gleis frei. Ach, hier haben wir immer noch die Strecke, ne? Aber kein Überland, alles klar. Also hier könnten wir locker mit reingehen. Am besten natürlich hier oben über den Hügel bei Brühl. Zwingenberg müssen wir nicht. Zwingenberg hat aber auch noch sehr viel Kapazität über. Brühl. So, Brühl würde ich ganz gerne so in dem Bereich hier mit anschließen. Brühl müsste damit einen Nahverkehr kriegen. Mal gucken. Oder wir machen eine Radikaldiät. Hauen hier einmal ein Schlachtbrett durch. Und nehmen hier direkt in der Mitte den Bahnhof. Die Kohlen haben wir. Was kostet das so? Boah, Mille. Wieso denn? Zwei Mille. Och, 900.000. Drei Mille, vier Mille. Nö. Ich glaube, das machen wir dann nicht. Könnten ja wieder so eine Gartenparty hier so durchziehen. Das machen wir mal. Was machen wir? Wir machen mal Pause. Das kann ich mir ja locker leisten. Ich finde das immer ganz cool, so mitten durch die Stadt zu fahren. Schön durch die Gartenparty durchfahren. So ist das gut. Moment. Okay, das war zu viel des Guten. Komm, da war doch was zwischen. Da habe ich gerade was zwischen gehabt. Da passt doch irgendwo. Von hier aus dadurch. Ne, dann lieber hier durch. 60.000, das kann ich mir auch schon verkraften. Holen wir halt ein bisschen aus. Aber ich würde hier doch schon ganz gerne durchfahren. Zu wenig Platz? Wie nicht genügend Platz? So, jetzt hast du genügend Platz. Ich sehe es leider nicht, wegen den Bahnschranken. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Ach, verdammt.
Verkekst. Na, die Schnelle können wir ruhig schon nehmen, aber die Oberleitung brauchen wir nicht so. Bahnübergänge. Oh, ich drehe gleich am Rad. La la la. Achso, okay. So. Bahnübergang. Bahnübergang. Bauen. Okay, dann machen wir das jetzt so rum. Bahnübergang. Ja, bauen. Ja, ich habe da noch keinen Bahnübergang. Ich weiß. Ach, da hatte ich noch nichts weggeholzt. Okay. So, da die den Bolzplatz ja schon haben, nehmen wir den noch einen anderen Bolzplatz weg, würde ich sagen. Zwei Bolzplätze brauchen sie nicht. Komme ich da nicht durch? Ja, Herausforderung angenommen. Das wäre doch gelacht, wenn wir da nicht zwischendurch kommen. Gleich lachen die mich sowieso aus. Ja, komme ich nicht zwischendurch. Ach man. So, ich schaff das. Nein, ich weiß, ich schaff's nicht. Okay, ich hab's eingesehen. Moment. Ich unterstütze euch auch gleich. Ich abonniere euch. Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich nicht am Fußballfeld vorbei. Jetzt hier aber gleich der Bratenfettturm. Brauchen wir natürlich noch den Bahnhof. Jetzt weiß ich ungefähr, wo wir reinkommen. Ich hoffe, das klappt mit dem Bahnhof. Weil das Gleis sieht sich so ein bisschen... Ja doch, das klappt. Nee, das nicht. Das klappt aber. Ja, damit bin ich einverstanden. Ja. Einmal da rein. Und einmal von hier aus. Da rein. Traumhaft. Sehr schön. Gefällt mir gut. Von hier aus gehen wir jetzt nochmal weiter. Ich glaube, wir schaffen es heute nicht mehr, Taito sein, eine Linie in Angriff zu nehmen. Was ist denn jetzt die? Da ist die Bahntrasse. Okay, hier können wir unter beiden und da durch. Das ist natürlich auch eine richtig coole Sache. Genau, hier fahren wir hoch. Vollpinne. Und von hier oben nehmen wir dann ein Brückchen hier rüber. Eine Brücke. Oh, halt. Ne, schade. Kollision. Kollidiert er. Ach. Weil die Bahnschiene zu hoch ist. Okay. Dann bauen wir mal ein bisschen was hier, ne? Wir probieren erstmal so.
Okay, das war zu viel. Das schaffen wir. Gut. Über die Straße gehen wir auch noch. Moment. So, dann kommen wir hier gleich hier wieder auf Festland. Oh. Und tauchen tief ein in die Materie. Aber ich habe mir ja sagen lassen, es ist gar nicht so schlimm. Boah, sehr schön. Das gefällt mir gut. Moment. So. Müssen wir nur noch hier durch beide durchkommen. So, grob zielen. 177 ist eine gute Geschwindigkeit. Durch beide Pfeiler durch. So, jetzt die Straße noch kreuzen. Oh, das geht auch? Das ist jetzt ja schon ein bisschen unverschämt, ne? Kante. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen dreist. Dann haben die drei Bahnschranken an einer Autobahn, an einer Schnellstraße. Auf der Schnellstraße möchte ich ja nicht fahren, ne? Und dann haben wir jetzt auch hier in Bietigheim-Bissingen alle drei Gleise belegt. Sehr schön. Ich denke mal, hier können wir nachher drei Züge fahren lassen. Werden sich ja immer wieder begegnen. Dann machen wir mal ganz einfach eine gerade Strecke. Mit Vollgas können sie hier rein und raus ballern. Nur, dass die sich halt so ein bisschen einen eigenen Takt machen. Das ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel über Land fährt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle so vom Dorf, von der Stadt, vom, keine Ahnung, überall kommt ihr ja her. Was ja auch schön ist. Aber wenn ich so bei uns über die Dörfer und Länder mit unserer Bimmelbahn fahre, dann ist das nun mal so. Ach, du ahnst es nicht. Echt? Ist das so hoch? Oh ja. Oh, jetzt können wir aber was probieren. Jetzt können wir was. Ach, du ahnst es. Echt? Das schafft er? Wow. Müssten wir nur. Aber nee, das wollen wir nicht. Dann können wir lieber hier einmal voll bergab Gaudi machen. Ja. Die reißen wir eben weg. Zerstören ist nicht die Lösung von allem. Aber durchaus ein gutes Mittel. Es ist wie mit Alkohol. Alkohol ist keine Lösung. Aber es hilft ungemein. Zumindest manchmal. Und es ist keine Dauerlösung, um das an dieser Stelle nochmal rettend einzuwerfen. Also für mich rettend. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, Alkohol ist gut. Und irgendwann sagt ihr zu euren Eltern, Kante hat gesagt, Alkohol ist gut. Nein, Alkohol ist nicht gut. Ja, das finde ich total gut. Nee, nicht hoch. Automatisch. Und den ziehen wir auch bergab. Der hat Zeit, bis hier vorne sich einzufügen. Ja, Weichenbau hat geklappt. Sehr gut. Jetzt gehen wir nur noch den kleinen Weg hier machen. Dann bremsen wir natürlich böse aus. Mit 111, aber der soll ja auch nicht mit Vollpinne in den Bahnhof rein. Das sieht sehr gut aus. Gefällt mir richtig gut. So, rausfahren ist natürlich bis hierhin erlaubt. Und auch hier machen wir
die Strecke erst frei, wenn es soweit ist. So, hier muss ich mal gucken, wie haben wir das denn hier überhaupt gemacht? Hier können wir, ach, brauchen wir gar nicht beide nutzen, weil es ist ja Endstation. Ja, dann sind wir auch damit jetzt durch. Sehr schön. Und, zeitlich sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich hier vielleicht rüberkomme. Von dem einen Gleis ins andere. Das ist ja nur fürs Depot. Sonst komme ich vom Depot aus nicht dahin. Na? Ne. Nicht möglich. Bitte in zwei Schritten bauen. Ja, in zwei Schritten bauen. Okay, wir probieren mal. Wir probieren das mal in zwei Schritten zu bauen. Na? Oh, das könnte doch jetzt richtig mal geil klappen, oder? Ich glaube, das würde sogar richtig gut aussehen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das wirklich noch. Ah, nicht möglich, bitte in zwei Schritten bauen. Okay. Ja, wir wollen doch gar nicht krümmen. Weichenbau fehlgeschlagen. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Okay, kriegen wir ihn hier vielleicht noch rüber gezwungen? Nicht möglich. Ich muss alles in zwei Schritten hier bauen. Wie soll ich denn das in zwei Schritten bauen? Dann brauchen wir noch mal ein neues Depot. Haben wir ja noch irgendwo eine schöne Straße. Oh, hier können wir das Depot schön hinbauen. Dann bauen wir halt noch mal ein neues Depot. Depot XXL brauchen wir nicht. Das reicht. Und dafür müssen wir erstmal ein paar Schienen haben. So. Fantastisch gebaut, Kante. Ich finde das fantastisch so cool. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wenn mir das mal erzählt hat mit diesem Fantastisch. Moment, jetzt baue ich erstmal das Depot dahin, damit wir wissen. Okay, da brauchen wir nicht reinbauen, sondern es reicht so, wie es ist. Es war zu früh angesetzt. So. Damit wir aus beiden Richtungen und in beiden Richtungen das Depot auch erreichen. So. Ja, es ist nicht genau angeschlossen. So. Okay. Damit wir unseren fließenden Verkehr nicht aufhalten, oder wenn, dann gleich ganz und richtig aufhalten, bauen wir hier natürlich noch eine Ampelanlage zum Verlassen des Depots. Ah, der Kante, der. Also ich weiß, ich mache mir immer sehr viel Arbeit, aber es macht megamäßig Spaß. Und wenn man dann auch noch sieht, wie viel Erfolg man damit auf YouTube haben kann, ist es noch viel, viel geiler. Und eure Reaktionen dazu sind natürlich für mich das Sahnehäubchen. Wenn da mal wieder welche kommen. So. Also welcher mir persönlich am besten gefällt und auch sehr gut funktioniert, habe ich das Gefühl, ist der Lind. Der Lind kostet nicht viel, hat eine hohe Ladegeschwindigkeit, schafft lang, schafft gut Passagiere. Das heißt, wenn wir viele brauchen, machen wir die doppelt. Ich muss noch mal gucken, ob ich davon noch einen zweiten Mod finde. Eins, zwei, drei Stück nehmen wir, um halt auch wirklich die Abdeckung zu haben. Jetzt brauchen wir natürlich noch mal eine Linie. Eine Linie. Neue Linie. Ah, die Farbe muss ein bisschen kräftig sein. Hier wunderschöne Farbe gewählt. Schriesheim. Achso, Personenzug, ne? Moment.
BZ. Schriesheim. Und in der nächsten Staffel nennen wir sie Bummelbahn. Geil. Schriesheim bis nach Bietigheim. Oh, muss auch noch groß geschrieben werden. So. Ist gut. Haltestellen hinzufügen. Und zwar nehmen wir. Diese ist 1. 2. 3 und fährt weiter bis Bietigheim. Boah. Ich habe daneben noch das andere Ding. Ist natürlich schön, so eine Querverbindung. Sehr geil. Also ich bin immer wieder überrascht, was für geile Sachen man hier bauen kann. So, Haltestellen haben wir alle drin. Jetzt machen wir das wie üblich, wenn Züge das Depot verlassen. Wir schauen uns das an. Und zwar schließen wir den ICE und sagen Personenzug Schriesheim-Bietigheim. Alle hinzufügen. Warum kommt da jetzt nichts? Weil der Kante auf Pause hat. Da kommt erste Lind. Sehr schön. Und ruckelt nicht mal doll. Auch sehr gut, dass sie in diese Richtung als erstes fahren. Da steht schon der nächste und wartet. Ich finde das immer doof, dass so ein Sägewerk da ist und nicht mal Holz. So. Der erste ist durch die Ampel durch. Du dürftest, glaube ich. Okay. Das war die Bestätigungshupe. Weed. Bei Tobi aus World of Tanks wäre es Weed. Und da steht auch schon der dritte in den Startlöchern. Gut, damit sind wir auch schon wieder völlig über der Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir fahren nochmal eine Runde mit, während ich die Abmoderation mache. Dann sind wir heute mal wieder schön eine Runde mitgefahren. Empfehlt mich weiter, wenn es euch wirklich sehr gut gefallen hat. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit, wenn es euch gefällt. Schaut auch in die anderen Projekte rein, wie zum Beispiel ähnlich Cities in Motion 2. Ich hoffe, dass bald Transport Fever der Release bekannt gegeben wird und wir bald auch Transport Fever zusammen zocken können. Das Ganze auch gerne mal im Livestream. Dazu würde ich dann eher nochmal eine Info von euch haben, ob ihr da Bock zu hättet und wann es euch vielleicht gut passen würde. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder, Folge Nummer 52. Bis dann, euer Kante. Tschüss.